Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Mai-Ausgabe bei Polaris. Auch heute haben wir wieder total spannende und unterschiedliche Beiträge für euch. Ich bin die Tyra und begleite euch heute durch die Sendung. Zuerst machen wir eine kleine Zeitreise, denn ich nehme euch mit in einen Plattenladen. Digitale Musik, für viele ganz normal und selbstverständlich. Früher gab es aber noch eine andere Art von Musik. Und der Trend geht wieder in Richtung Schallplatten. Ganz viele Leute kaufen wieder welche. Und ich stehe hier vor dem Schallplattenladen Monoton in Nürnberg und will mir mal anschauen, was an Schallplatten denn eigentlich so besonders ist und wie die funktionieren. Und man merkt gleich, hier ist eine ganz andere Atmosphäre. Irgendwie ruhiger und entspannter und so ein bisschen oldschool-like. Wer mir aber mehr darüber erzählen kann, ist Tobias Leitmann, der Ladenbesitzer. Jetzt sag mal, was ist denn das Besondere an der Schallplatte? Also die kann ja zerkratzen und die kann kaputt gehen. Das ist alles bei digitaler Musik eigentlich nicht möglich, wenn ich mir jetzt irgendeinen Song streame. Für mich hört sich das irgendwie nicht praktisch und bequem an. Was ist denn das Besondere daran? Ja, das Besondere ist daran, dass sie lebt. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die lebt mit dir mit und wenn die zerkratzt oder wenn da irgendwas passiert, dann verändert sich die Schallplatte. Und das ist dir viel näher als irgendwas Künstliches, was immer gleich bleibt und dann auch langweilig wird. Das heißt, es ist sozusagen eine Hardware und hat auch einen höheren Wert. Wie viel kostet denn eine Schallplatte im Schnitt? Es kann ganz verschieden sein, jeweils ob man neue oder gebrauchte hat. Die gebrauchten sind natürlich oft günstiger. Die kosten vielleicht 5 Euro, 8 Euro. Aber eine neue Platte muss man schon an die 20 Euro sowas rechnen oder auch mal drüber. Okay, also auf jeden Fall ein bisschen teurer als ein Song auf iTunes oder eine CD. Ja, jetzt stellt sich mir die Frage, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Wie funktioniert denn eine Schallplatte? Also wie lege ich die wo drauf und was passiert da eigentlich? Zeig uns das doch mal. Ja, genau. Also, Schallplatte nimmt man hier und in der Mitte und legt sie dann auf den Schallplattenspieler drauf. Wenn man den startet, dann kann man den Tonarm zur Seite tun und mit dem Tonarmlift eben den runterlassen und schon läuft das ganze Ding und Musik kommt aus dem Kopfhörer raus. Woran erkenne ich jetzt, bei welchem Lied ich bin oder an welcher Stelle? Das ist ganz schön bei den Platten. Du bist eigentlich viel schneller, als es oft im digitalen Bereich ist. Du kannst hier nämlich an den Schallplatten ganz schön erkennen, die Unterschiede zwischen hell, dunkel, matt, glänzend. Und ich kann da aus den ganzen Informationen rauslesen, genau wo die Lieder anfangen. Ich kann dir sagen, welches Lied laut ist, welches leise ist. Ich kann dir teilweise sogar sagen, ob da ein Solo drauf ist. Also wenn man die Schallplatten, wenn man das so ein bisschen sich auskennt, das ist keine Hexerei, sondern du siehst ja diese ganzen Unterschiede. Man muss nur wissen, was es bedeutet. Und ich sehe schon, du hast eine bestimmte Fingerfertigkeit mit der Schallplatte. Worauf muss ich denn achten? Wie empfindlich ist die? Kann ich die überall anfassen? Ja, die ist empfindlicher, da hast du völlig recht. Und man muss ein bisschen darauf achten, dass man dort, wo die Information abgetastet wird, nämlich hier in den Rillen, dass man da möglichst nicht drauf fasst, damit da kein Dreck reinkommt oder kein Fett reinkommt. Man fasst sie eigentlich außen an oder in der Mitte auf dem Papierlabel kann man sie auch gut nehmen. Ja, und der Trend, der macht sich nicht nur anhand Verkaufszahlen bemerkbar, sondern morgen ist auch der Record Store Day. Ihr macht da auch mit, habe ich gehört. Was ist das genau und was feiert ihr da? Genau, das ist morgen sogar zum 10. Mal, also ein kleines Jubiläum. Und dieser Schallplattenladentag, der Tag des Plattenladens, ist dadurch entstanden, dass ein paar Leute sich in den USA damals vor 10 Jahren Gedanken gemacht haben, Mensch, die Plattenläden, es waren immer weniger, wir möchten die unterstützen. Und an diesem einen Tag haben sie gesagt, wir machen da ein paar Aktionen, wir machen besondere Ausgaben, wie zum Beispiel hier diese Beatles-Platte, die morgen rauskommt. Wir machen da was, um unseren Plattenladen zu feiern und gehen da alle hin. Und da freue ich mich riesig drauf. Das freut mich auch, klingt super, da wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß natürlich morgen. Und ja, die Schallplatte ist noch nicht ausgestorben. Tobias hat vieles erzählt und ich habe einiges Neues gelernt über Schallplatten und deren Funktionsweise. Tatsächlich werden 2 Millionen Schallplatten pro Jahr in Deutschland verkauft. Auf Platz 1 ist die CD mit 67% Verkaufsanteil und Spotify hat über 40 Millionen zahlende Nutzer. Egal wie man es dreht und wendet, Musik findet bei jedem Anklang und die Schallplatte hat wohl einen gewissen Charme, auch noch heute. Ja.
jetzt zu einem ganz anderen Thema, der Gülen-Bewegung. Viele Deutsche kennen den Namen schon, aber was ist die Gülen-Bewegung und warum verfolgt die türkische Regierung die Mitglieder? Denn viele Staaten sagen, dass die Gülen-Bewegung für den Putschversuch 2016 nicht verantwortlich war. Auch die Bundesregierung ist der Meinung. Meine Kollegin Esra war auf der Buchvorstellung von Erkan Karakoyun und hat sich mit dem Autor unterhalten. Erdogan hat nach einem Sündenbock gesucht und den hat er gefunden, indem er die Hizmet-Bewegung, also eine pazifistische Bildungsbewegung, zu seinen Gegnern erklärt hat. Das war auch schon vor dem Putschversuch so. Das heißt, im Prinzip war diese Verfolgung nach dem Putschversuch für uns nichts Neues, weil es davor auch nicht anders war. Es geht ihm darum, den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung zu zerstören. Und um das tun zu können, muss er halt einen Feind aufbauen. Und genau das hat er in der Türkei gemacht. Können Sie uns kurz erklären, was die Gülen-Bewegung ist und welche Aufgaben sie wahrnimmt? Also eigentlich nennt sich das Ganze Hizmet-Bewegung, was so viel heißt wie Engagement. Es geht uns darum, ein Engagement an den Tag zu legen in der Gesellschaft. Und es ist eine muslimische Bildungsbewegung, wenn man so will, die versucht, über säkulare, aber auch religiöse Bildung Menschen dazu zu bringen, tolerant, aber auch demokrat und dann auch ein Mensch zu sein, der gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Und wie ist die Gülen-Bewegung entstanden? Also sie ist im Prinzip aus den Ideen Fethullah Gülen's entstanden. Er ist ein Prediger, der in Nordostanatolien geboren wurde, der dann in Izmir Prediger war, der dann allerdings in Istanbul sich zu einem öffentlichen türkischen Intellektuellen entwickelt hat, der viele gesellschaftliche Probleme und Themen angesprochen hat, gleichzeitig aber auch die Lösungswege aufgezeigt hat. Und wie ist denn die Gülen-Bewegung in Deutschland vertreten bzw. organisiert? Also es gibt eine Vielzahl an Einrichtungen, die sich hier, die Ideen Fethullah Gülen's teilen. Das sind 30 Privatschulen, etwa 150 Nachhilfezentren. Das sind etwa 15 Einrichtungen, die interreligiöse und interkulturelle Dialoge organisieren. Und daneben eine Vielzahl an Vereinen, die Akademiker, Ärzte, Frauen, Umweltschützer irgendwie zusammenschließen, um sich halt gesellschaftlich zu engagieren. Wer jetzt mehr wissen möchte, der kann sich das Buch Die Gülen-Bewegung kaufen. Erschienen ist es im Herder Verlag. Vom 28. bis zum 30. April fand in der Geschwister-Scholl-Realschule der 2. Fränkische Schülerkongress statt. Das Thema war Macht und Einfluss und das Wochenende hatte viel zu bieten. Workshops, Diskussionsrunden und Abendprogramm. Es ist die Möglichkeit für Schüler und Schülerinnen aller Schularten aus Mittelfranken, sich zu vernetzen, auszutauschen und über das Thema Schulpolitik zu sprechen. Für die Schüler war es ein spannendes Wochenende. Luca und Pascal haben den Schülerkongress besucht. Also FSK soll Schülern aller Schularten ermöglichen, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, um sich hier auch über bildungspolitische Themen zu informieren, aber auch über persönliche Themen wie zum Beispiel Rhetorik oder Motivation, um was für sich selber mitzunehmen, aber eben auch für seine Schule. Du warst ja jetzt zum Beispiel schon letztes Jahr auf dem FSK. Kannst du mir sagen, ob es irgendwelche Verbesserungen gibt dieses Jahr? Also was mir jetzt einfällt, ist, dass letztes Jahr bei der Diskussionsrunde die Erwachsenen geredet haben und dieses Jahr waren es halt Jugendliche aus dieser Jugendorganisation. Das finde ich halt besser als letztes Jahr, weil Erwachsene, also wir sind alle Jugendliche und wir können uns besser mit denen verstehen als Erwachsene. Das FSK läuft ja immer unter einem bestimmten Motto. Welches ist es denn dieses Jahr? Also das Motto ist Macht und Einfluss und die Idee kam eben auf dem FSK Kickoff. Das war so ein kleines Seminarwochenende, auf dem man eben die Ziele und eben so ein Konzept für FSK 17 ausgearbeitet hat. Was waren denn eure Highlights dieses Wochenende? Also zum einen die Partys natürlich, die abends stattfanden, und zum einen das mit Zivil, was uns beigebracht wurde, was Zivilcourage ist. Also wie man Menschen helfen sollte, ohne sich selber in Gefahr zu bringen.
Also eines der Highlights war zum Beispiel eine Podiumsdiskussion, wie gesagt, da hatten wir die vier Vertreter der jugendpolitischen Parteien da, wobei eine Partei dann doch nicht konnte. Und wir haben da über viele bildungspolitische Themen wie Inklusion geredet, Digitalisierung, haben aber auch davor die Schüler schon informiert, sozusagen, dass sie sich schon eine Meinung vor der Diskussion bilden konnten und dann deutlich aktiver mitmachen konnten in der Diskussion. Aber auch ansonsten hatten wir viele gute Workshops im Programm oder auch Gesprächsrunden. Da hatten wir Zeitzeugen da, einen NS-Zeitzeugen, einen DDR-Zeitzeugen, die einfach aus ihrer persönlichen Erfahrung den Schülern viel beibringen konnte. Und natürlich ein weiteres Highlight hier, was man sehen kann, ist die Ständemeile. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Jugendorganisationen unterschiedlichster Art, sei es Parteien, sei es Initiativen, zusammenzuschließen, neue Projekte auch zu entwickeln. Könntet ihr irgendwas von diesem Wochenende mitnehmen? Also ich fand das ganz toll und habe hier neue Menschen kennengelernt und es mal von einem anderen Blickwinkel gesehen. Ja, ich denke schon, dass sie einiges mitgenommen haben und auch jetzt vielleicht den Mut haben und den Willen, etwas zu verändern und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Hier haben sich die versammelt, die bisschen, mit der ich auf so einer, wie nennt man das, auf einer Ebene bin. So, ja. Und das fand ich ganz toll. So, das war's jetzt schon wieder mit Polaris. Nächsten Monat haben wir passend zum Frühling einen Beitrag über Bienen für euch. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.